Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der XXL Farm. In der XXL Farm auf der Marschfelder Land mit dem Varuna. Servus. Hallo. War eigentlich richtig und dann hast du irgendwie gedacht, nö, ist falsch. So, ich habe eine Frage an euch, liebe Zuschauer. Wer erinnert sich daran, dass wir diese Wiese hier gemäht haben? Muss schon eine ganze Weile her sein, weil ich habe vergessen, dass hier noch Gras liegt. So, deshalb fängt Tigo mit Varuna LP Tigo mit JCB Fast Track am Start. Und ich hoffe mal, dass die Änderungen, die wir an dem Fahrzeug vorgenommen haben, also 100.000 Liter Ladevolumen, dass es auch wirklich funktioniert. Wenn nicht, dann am A. Aber es sieht gut aus. Also wir haben 9% und 9.000 Liter. Das müsste... Das passt. Pi mal Daumen müsste passen. 9 ist bei 100.000. Ist 1% 1.000. Richtig, genau. Deshalb sage ich ja. Müsste passen. Das passt auch. Jo, ich weiß. Denkst du, ich bin blöd oder was? Und die haben Weisheit und Löffelfresser. Ich enthalte mich da. Ajo, das finde ich auch. So, ich hol mal gerade das Gras hier ein bisschen ab. Und dann würde ich da raus Silage machen. Silage. Weil wir hatten. Ja, ich hör doch mal zu, Jung. Wir hatten zu Beginn mal gesagt, dass wir eigentlich Kühe machen wollen. Sind wir aber noch nicht dazugekommen. Nee. Gell? Wir haben jetzt schon so viel zu tun. Ja, wir kommen wirklich nicht vom Fleck eigentlich. Also auf jeden Fall müssen wir gucken, dass zukünftig noch jemand mit dabei ist. Könnt euch natürlich auch gerne bei uns hier bewerben. Genau, einfach mal unter dem Video oder auf Discord. Auf Discord, ja. Entweder bei mir oder bei dem lieben Varuna. Das gleiche gilt natürlich für meine Zuschauer. Genau, mein Discord-Channel steht unten in der Videobeschreibung. Meinen packe ich mittlerweile auch rein. Und wenn euch das Projekt gefällt, lasst gerne mal ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Besten alles. Genau. Täglich 18 Uhr eine Folge XXL Farm Marchfelder Land. Ja. Bei mir genauso. Ja, schön. So. Du bist am Düngen von Feld 16, glaube ich, gell? Ja. Bist inzwischen angekommen. Ja, ich bin schon fast ein halbes Vorgewinde. Oi, oi, oi. Ja, so, ich bin schnell. Gibt's aber Gas hier? Nee, ich drück die ganze Zeit auf die Bremse. Ah, komisch. Ja, finde ich auch. Gut, ja, so viel Gras kommt hier jetzt nicht runter. Ich glaube, das werden nur knapp 150.000 Liter. Oder vielleicht nur 100. Aber das ist wenigstens schon mal ein Start, womit wir dann die Kühe auch füttern können. Können wir das? Ja, ich denke schon, dass wir dazu fähig sind. Bin ich das? Ich denke auch. Auch das traue ich dir zu. Du bist aber sehr zutraulich. Was wir überlegen könnten, ist, ob wir als nächstes auf unserem eigenen Feld, was wir angelegt haben, also eigentlich auf der Wiese, ob wir da Mais anpflanzen. Oder wieder Gras. Ja, mein Gedanke ist Mais und dann machen wir da... Häckseln. Häckseln, genau. Das wäre, denke ich, schon eine gute Option. Aber? Ja, weißt du was nicht dazu ist, aber weißt du, was wir immer wieder vergessen haben? Was? Seasons Mod. Hatten wir nicht gesagt, wir warten noch ein bisschen, bis wir ein gutes Standbein haben? Nein. Nicht? Warten wir lieber, bis wir ein bisschen besser dran sind. Also da. Also bei mir ist noch alles dran und bei dir? Ja, auch noch. Also?
Ich würde sagen, wenn wir die Wiese einmal abgehäckselt haben, also das Feld, dann machen wir Seasons rein. Weil dann haben wir genügend Silage, um die Kühe auch über den Winter zu bringen. Sonst haben wir ein Problem, dass wir die wahrscheinlich nicht versorgt kriegen. Ah, dann sollten wir gucken, dass wir vorher alle Felder abgeerntet haben. Das stimmt, das hat man sowieso gesagt. Genau, das hatten wir gesagt. Ja, machen wir noch einmal Feld 13 anpflanzen und dann passt's. Und eben auf dem kleinen Feld die Mais. Oder wir machen Ja. aufs große Feld Mais. Aber dann, nee, das können wir vergessen, ey. Das wäre Ich glaube, dann sind beide Silos komplett voll. zu viel des Guten, glaube ich. Viel zu viel. Ich So. glaube, beim halben Feld würde schon zwei Silos voll sein. Das kann auch sein, ja. Ich glaube, bei dem kleinen Feld wird Silo schon gut gefüllt werden. Das ist wirklich klein. Ja. Relativ klein. Wenn man sich mal Feld 11 anschaut. Die 13 ist schon brutal. 16 ist auch brutal. 16, ja, wir sollten ein kleines Feld, ne? So, eigentlich. Wie sind denn nur eigentlich? Es ist ein großes Feld. Ja, aber im Vergleich zu jetzt 11 oder 13 ist es klein. Ist richtig. Ist, glaube ich, Aber ein Drittel von der 13. im Vergleich zu 23 ist es groß. Ja, wo ist denn 23? Ah, da. Moment, Kurve kriegen. Ja, 23 ist klein. Jo. Klein, aber fein. La 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 la. So, ein So. restliches Gras voll einladen. Wirst du, wenn dieses Video online kommt, einen Mod wieder veröffentlichen? Wird dann schon wieder ein Mod veröffentlicht sein. Ich muss mal gerade gucken, was ich euch dann präsentieren werde. Ich glaube, warte, ich muss mal gerade in die Fahrzeuge noch gleich reingucken. Drescher? Den Ideal, den könnte ich, der ist ja standardmäßig. Nee, den Ideal noch nicht, weil da fehlen die Anbaugeräte noch. Also die Schneidwerk und Schneidwerkswagen, der fehlt noch. Ach so, ja. Aber vielleicht auch mal einfach ein Anbaugerät, zum Beispiel das Capello. Ja, einfach mal so ein Kapello. Jo. Kapisch? Capello. Ja, vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Aber das wäre Da habe auch. ich wohl vergessen zu lachen. Das wäre. Das ist aber schlecht. Ja, Also, bin ich wenn jetzt wir auch. vorher ausmachen, dass du zu 8 Minuten lachst, zu Minute 8 anfängst zu lachen, dann musst du das auch machen. Ne? Das ist nämlich ja alles durchgetaktet. Es steht so nicht im Skript. Ich habe Doch, das die ganze Zeit vor. Nee, das ich habe stand das. drin. Nee, ich habe das die ganze Zeit vor mir liegen. Das steht da nicht drin. Ich Doch. schwöre, bei mir steht, das muss Druckfehler sein. Du musst das Kleingedruckte auch lesen. Ich habe eine Leseschwäche. Und keine Leserbrille. Ist eine Leseschwäche oder eine Sehschwäche? Eine Leseschwäche. Das ist ein kleiner Unterschied. Ich hab eine Leseschwäche für Bücher, ja. Aber warum ruckelt das schon wieder so? Lege mir nicht. Ja, du willst es wieder nicht sein. So, dann könnte man theoretisch hier gleich nochmal Gras schneiden. Nochmal einen Grasschnitt machen. Weil dann hätte man nicht nur 140.000 Liter Gras im Silo. Dann hätte man noch ein bisschen, hätte man knapp 300.000 drin. Das wäre vielleicht besser. Mach. Hole ich gleich mal das Mähwerk noch.
Ja, dann mach. Jo, tu ich auch machen hier. Moment, warte mal, ich könnte den Ladebalken. Aber eigentlich steht das nicht im Skript. Stimmt. Darf ich das dann trotzdem machen? Nee, es steht ja nicht im Skript. Ja, aber... Du musst das machen, was im Skript steht. Im Skript steht, wir hören jetzt auf. Ja, okay, dann ist das war's, meine lieben Leute. Heute lasst ein Like, Abo und Kommentar da. Spaß! Nein, wir machen natürlich Minimum 15 Minuten. Du hattest Dünger runtergefahren, oder? Ja. Okay. Weil ich ja auch damit dünge gerade. Gut. Ich habe ganze 90.000 in meinen Dünger. Das glaube ich nicht. Oh ja. Doch, habe ich. 9 vielleicht, aber nicht 90. Ich habe alles da reingekriegt, wirklich. Hast auch eine Zahlenschwäche, ne? Nö. Ich habe nur eine Varuna-Schauschwäche. Ah, doch. Ich habe eine Idee. Ne, den Mod kriegt er im Laufe von dieser Woche. Und zwar ein Mod, den Tiger fahren möchte. Oh, boah, gerettet. Genau, den 1050 in freier Farbwahl mit. Ja! Ja! Freu mich. Ach, okay. den 1050 mit freier Farbwahl und Decals werde ich mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie die bei Fendt gespeichert sind. Muss ich mal gucken. Aber auf jeden Fall mit freier Farbwahl. Das stand im Skript, dass ich so das machen sollte. Stimmt. Ich war trotzdem ein bisschen überrascht. Also es stand drin, dass ich überrascht wirken sollte. Warum reden wir überhaupt mit den Leuten darüber, warum wir ein Skript haben? Damit wir, ich erkläre es dir ganz einfach, damit wir einen Titel, also einen Videotitel haben, der ein bisschen... Achso, stimmt, im Skript steht, wir sollen kein Clickbait sagen, aber eigentlich ist es schon Clickbait. Was ist daran ein Clickbait? Na, weißt du nicht, der Videotitel heißt, wir skripten unsere Folgen. Ganz fertig. Gell? Mhm. Aber ich glaube... Ich glaube, das Video wird entmonetarisiert. Ich glaube, das ist richtiges Clickbait. Einmal Clickbait, dann nie wieder Clickbait. Ich glaube, jeder macht Clickbait. Außer du, Varuna, bisher. Nee, stimmt nicht. Auch ich habe schon ein, zwei Titel gehabt mit Clickbait. Oh, das ist Clickbait. Warte mal. Was ist die Definition nochmal von Clickbait? Wenn etwas im Titel steht, aber nicht im Video vorkommt. Oder was, wenn etwas im Thumbnail ist, was gar nicht im Video ist. Nee, dann ist es doch kein Clickbait. Was? Nee, dann habe ich das doch noch nicht gemacht. Was hättest du denn gedacht? Weil es ist ja auch kein Clickbait, wenn wir sagen, wir skripten unsere Folgen. Ach so, doch. Naja, wir skripten es ja. Ja, stimmt. Also eigentlich nicht, aber verratet es keinem, weil wir machen ja hier. Wie heißt das? Scripted Reality. Scripted Reality. Ja, weil kennst du auch Schreife? Das ist Scripted Reality. Das stimmt, ey, das ist so ein. Piep. Genau, nee, piepen darfst du nicht, auch damit können deine Videos blockiert werden, gell? Als ob. Doch, ist inzwischen so auf YouTube. Warum? Weil die Software denkt, wenn du zu viel piepst oder wenn du piepst, dann willst du böse Worte sagen. Und dadurch wird dein Video. Also bei uns ist es wurscht, weil sie sind sowieso nicht monetarisiert. Aber dann würden die demonetarisiert werden. Deswegen machen die YouTuber immer so. Genau. Deswegen machen die immer so irgendeine Google-Stimme mit irgendeinem Wort. Genau. So, jetzt aber. Jetzt trall ich das. Genau. Aber wir müssen auch schon wieder zum Ende kommen. Hat die gefahren? Moderieren ja. Sie ab. Ja. Wenn ab. Ich die Worte zusammen krieg. Dann suchen Sie die kurz unterm Tisch. 1, 2, 3 und los. Vielen Dank fürs Zuschauen und lasst doch gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da und schaut gerne morgen wieder um 18 Uhr, so wie bei mir, als auch beim Varuna rein. Jo. Tschüss.